Der Prophet ﷺ sagte, wäret ihr nicht sündhaft, dann hätte ich für euch etwas befürchtet, was schlimmer ist. Die Selbstbewunderung. Selbstbewunderung, Hochmut, Egoismus, das sind alles Eigenschaften, die ein Muslim nicht besitzen darf. Wir alle wissen das, aber reinigen wir uns auch von diesen Eigenschaften? Selbstbewunderung ist nur die Vorstufe von Hochmut. Es gibt Menschen da draußen, die jeden Tag selbstverliebt in den Spiegel gucken. Das ist mein absoluter Ernst. Sie bewundern sich selbst. Sie denken, sie wären die Schlausten, die Größten, sie hätten immer recht. Vielleicht kennst auch du solche Menschen. Ihre Selbstbewunderung grenzt an Narzissmus. Sie denken, die Welt läuft ohne sie nicht. Sie loben sich ständig, pushen sich bei jeder Sache, stellen sich ständig in den Vordergrund. Die Probleme der anderen sind für sie unwichtig. Es muss sich alles um sie drehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner wird ins Paradies eintreten, in dessen Herzen sich ein Stäubchen an Hochmut befindet. Da sagte jemand, aber der Mensch liebt es doch, wenn sein Gewand schön und seine Schuhe schön sind. Der Prophet ﷺ antwortete, Allah ist schön und liebt die Schönheit. Das ist nicht der Hochmut, der gemeint ist. Es ist normal, dass du dich gerne gut anziehst. Das Problem ist aber, wenn du deswegen beginnst abzuheben und den Menschen um dich herum anfängst, mit Hochmut und Arroganz zu begegnen, sie dafür verachtest, weil sie nicht das haben, was dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah ist schön und liebt die Schönheit. Hochmut hingegen ist das Negieren der Wahrheit und das Verachten der Menschen. Mit Selbstbewunderung ist Eigenlob und Selbstverliebtheit gemeint. Wenn man sich selber als wichtig und wertvoll betrachtet und sich selbst auf einer höheren Stufe sieht als die anderen. Diese Art der Selbstbewunderung äußert sich sowohl, wenn er unter Leuten ist, als auch wenn er alleine ist. Hochmut ist eine Art der Prahlerei und das Negieren und Zurückweisen der Wahrheit. Heute erleben wir einen krankhaften Trend auf Instagram, Facebook und allen anderen sozialen Netzwerken. Menschen wollen dir ununterbrochen ihr inszeniertes Leben unter die Nase reiben, wenn sie was essen, wenn sie sich neue Klamotten kaufen und selbst wenn sie eine Katze füttern. Und leider lassen sich unsere Geschwister von diesem Trend anstecken. Sie beginnen sich beim Gebet in der Moschee zu filmen oder beim Lesen des Koran. Wir müssen begreifen, dass das sehr gefährlich für uns sein kann. Der Prophet a.s. sagte, wer sich mit seinen Taten brüstet, den wird Allah in Verruf bringen. Auch sagte er a.s., wer sich mit seiner Tat vor den Menschen brüstet, den stellt Allah mit seinen Berichten vor all seinen hörenden Geschöpfen bloß. Er wird ihn erniedrigen und verachten. Niemand außer dir weiß, weswegen du diese Bilder postest. Vielleicht hast du eine gute Absicht dahinter. Vielleicht möchtest du Menschen das Gebet schmackhaft machen oder sie an das Rezitieren des Koran erinnern. Niemand außer dir weiß das. Nur du und Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you.